Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Oh ja, er wollte Factory sagen. Ja. Schön wär's. Nee, wir haben's, ja, eigentlich hatten wir schon zwei Folgen vorher aufgenommen. Wir wollten zeigen, was wir alles gemacht haben. Wir wollten zeigen, wie es die Maschinen angehen, die super großen, wie die ersten Sachen produziert werden. Als ich dann die Folgen am Schneiden war und am Vorbereiten, ist mir dann leider aufgefallen, Schobis Tonspur wurde nicht aufgenommen. Moment, kannst du was sagen? Nein. Ah, gut. Es sollte im Moment kurz überprüfen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Aha. Okay, das sieht gut aus. Angeblich nimmt es auf. Oh Gott. Ja. So, okay. Und jetzt schauen wir uns hier mal um, was wir hier alles getan haben. Naja, hauptsächlich das ist dein Gebiet. Ja, wir haben tonnenweise neues Zeug dazugekriegt, auch mehr als im Video, das nicht rausgekommen ist. Das hier ist zum Beispiel neu. Hier haben wir eine magnetische, wie heißen die Dinger schon wieder? Ja, dieser Scheiß. Elektromagnetische Steuerstäbe haben wir hier massproduziert. Damit wir hier problemlos genug reinkriegen. Und hier genug Uranium haben. Ich habe dann hier drüben noch eine Abfallentsorgung hergestellt. Hier wird aus dem radioaktiven Abfall wird dann diesen hier gemacht. Nicht spaltbares Uran. Das wird dann hier weiterverarbeitet zu Plutonium-Pellets. Und von da an geht es hier rüber, wird von Plutonium-Pellets in Plutoniumzellen umgewandelt. Dann hier rein in Plutonium-Brennstäbe umgewandelt. Weil wir mehr Müll verbrauchen, also verbrauchen umwandeln, habe ich noch zusätzlich hier oben eine weitere Umwandlungsstation gemacht mit einer alternativen Version, und zwar mit 150 nicht spaltbares Uran und 20 Aluminiumgehäuse. Habe hier drüben noch eine Aluminiumfarm hergestellt. Und jetzt stellt das alles genug her, um alles umzuwandeln, und ja. Sollte eigentlich gut laufen. Du solltest gleich mal zeigen, wie viel verpackten Turbotreibstoff wir hier auch haben mittlerweile. Ja, werde ich gleich auch zeigen. Hier haben wir zum Beispiel einen weiteren Reaktor. In diesem verbrennen wir Plutonium-Brennstäbe. Ich habe nicht so viele hier hin getan, denn die restlichen werden hier geschreddert, und das produziert sehr viel Coupons. Also mit der Zeit sehr viel. Wir haben sie ja laufen lassen, um das Zeug herzustellen, die 4000 und so weiter. Ich habe mittlerweile in meinem Inventar alleine 113 Coupons. Ich habe schon für Kleinigkeiten ausgegeben, die ich dringend benötigte, aber nicht Bock hatte, zusammenzusuchen. Irgendwann wird man faul. Ja. Gut, das ist hier für die Stromgenerierung und Müllentsorgung. Hier haben wir auch noch, also es war von da drüben, wird der Müll auch hierhin geliefert. Hier hatten wir drei von den Containern voll mit radioaktivem Müll.
Wir sind jetzt nur noch bei einem Container zur Hälfte voll mit radioaktivem Müll. Das wird auch verbraten. Das Ziel ist es irgendwann, ja, Strom weiter liefern zu lassen und den radioaktiven Müll, das entsteht, alles zu recyceln. Wie viel Strom machen wir eigentlich? Ich schaue gleich nach. Wir produzieren... Oh ne, das sind wir sogar. 23.000 plus minus. Wenn alles laufen würde, was es ja nicht ist, würde es ja 38.000 verbrauchen. Also ja. Das ist gut. Wir schauen sich langsam mal Sachen an, weil hier oben nicht genug Aluminiumgehäuse reinkommen. Ja. Aber ich bin gerade dabei. Also es sollte eigentlich hier mittlerweile... Ah ja, es gab extreme Schwierigkeiten, denn... zum Aluminium herzustellen braucht man ja 500 Wasser. Aber draus kommen 300 raus. Also es ist zu wenig, um einen Circle zu bauen. Also das ist die ganze Zeit sich selbst mit Wasser versorgt. Das ist also 200 zu wenig. Also habe ich Wasser zusammengepackt, also eine Wasserleitung hingeführt und die auf 192,8 eingeschränkt. Dass nur so viel rausgeht. Problem ist, manchmal hast du genug, dann produzierst du nicht weiter, weil es voll ist, weil die Geräte vor dir nicht mehr verbrauchen können oder herstellen können. Also lasst es laufen und laufen und laufen. Das füllt sich dann mit der Zeit. Deshalb habe ich hier zwischendurch noch so einen Riesentank dazu getan. Und mit der Zeit gehe ich ab und zu mal kurz den leeren. Wie hast du es eigentlich geschafft bei dir? Das ist ja auch eine Aluminiumproduktion. Ein Ventil habe ich hingetan. Ein Ventil? Ein Ventil und von den Output der Maschinen habe ich eine Pumpe direkt ins Rohr reinführen lassen, dass der halt sozusagen das reinforst in die Rohre, damit das Zeug so schnell wie möglich weggeht. Das war mein Ansatz und der funktioniert bisher auch ziemlich gut. Aber irgendwann ist doch die Leitung voll. Ja und, aber dadurch, dass du halt eine Pumpe dann hast, ist halt die Priorisierung höher von dem Gedönse, von den Maschinchen her und nicht von der Pumpe sozusagen. Okay, ich muss mir das genau anschauen. Dann haben wir noch eine von der Plastikproduktion, die wir nachher gleich ansehen werden, haben wir hier dieses schwere, ist es schwere Dingsmuster? Oder wie heißt das Zeug? Schweröl, genau. Hier rüberfiltern, verschiffen lassen. Da haben wir es entpackt. Und hier haben wir es dann in die Maschinen reingetan, wo man aus Schwarzpulver, den man da drüben herstellt, und Schweröl zu rauchschwachem Pulver hergestellt. Das braucht man ja für diverse Sachen. Und gleich daneben habe ich eine Bombenherstellungsfabrik gemacht, also einen Obelisken. Und jetzt haben wir immer einen Container voll mit Obelisken. Hier drüben haben wir, wie viele Container sind das? 7 Container voll mit rauchschwachen Pulver. Und ich habe auch noch hier
Turboöl machen lassen oder Turbotreibstoff machen lassen. Und da drüben haben wir 11 Kanister, also 11 Dinger voll mit Turbotreibstoffen. Ja, so, wir sind. Ja, das Problem war, es produziert mehr. Es hat mehr produziert, das konnte ja nirgends hin sonst. Die Kanister und so. Da habe ich hier ein paar Kanister hingepackt. Also ein paar Container hingepackt, damit die Kanister gelagert werden. Problem, die waren sehr schnell voll. Also bin ich auf die Idee gekommen. Ja. Mhm. Ein Teil davon hat. Ja, ein Teil der Kanister zu schreddern. Gut, damit es sehr einfach gemütlich weiterläuft. Das überschüssige Wasser könnte man schreddern. Den Kanister abfüllen und schreddern. So hätte ich das lösen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Wie heißt, alle Straßen führen nach Rom. Genau. Denn, es gibt aber sicherlich darunter Schnellstraßen. Und manche nicht so Schnellstraßen. Denn, was ich mir die ganze Zeit gewünscht hätte, wäre eine Möglichkeit, wie ein Ventil oder sowas, wo du einfach das Wasser rauslassen kannst. Oder sagen, wenn es voll ist, dass es, ja, bei überschüssiges so. Wasser rauslässt. Ja. Ist der Druck bei 600 oder was auch immer, ist es voll, geht es nicht weiter, einfach raus. So wie beim Dampfkochtopf. Weil das wäre ineffizient, du würdest ja einfach so Sachen wegschmeißen. Ja, aber dafür Kanister herzustellen, um dann daraus Wasserkanister zu machen und dann die zu schreddern, ist ja auch ineffizient. Naja, du kriegst aber wenigstens was dafür. Ja. Gut. Und wenn man Wasserkanister machen kann. Ja, kann man. Man kann Wasser abpacken. Frage, ob man die schreddern kann. Ja, und die sollten eigentlich schreddbar sein. Gut. Sollten. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zu der Plastikfabrik. Müllverarbeitung. Ja. Hast du Quarzoszillatoren dabei? Quarzoszillatoren? Warum? Weil dann könnte man den Explorer bauen. Da könnte man schneller hin. Ja, habe ich. Wie viele? Ich glaube genug, um einen Explorer zu bauen. Ist das aber eine für zwei Personen? Nee, aber man kann sich doch da aufstellen. Verdammt, mir fehlt genau einen. Na. Oh. Zwei, meine ich. Und du hast keine? Ich habe keinen einzigen. Warte, was braucht man für Quarzoszillatoren? Ich brauche mir jetzt einfach einen Schlepper. Nee, warte. Wir haben ja Quarz, wir haben ja das ganze Zeug hier. Ich gehe jetzt Traktor fahren. Und tschüss. Quarzoszillatoren. Nee, das nehmen wir gerade... Das sind wir auch 70 km/h schnell, also von dem her. Ne, bevor du da deine Quarzoszillatoren gecraftet hast, bin ich schon längst bei der Plastikfabrik, ja. Verdammt, ich brauche nicht Quarzsand, sondern Quarzkristalle. Und die habe ich nicht. Die werden... Wann die eigentlich herrlich? Bei uns in der Hauptbase. Ne, hier in der Nähe machen wir auch Quarzsand. Und daraus brauchen wir Quarzkristalle. Ist das sicher? Ja. Okay. Also, man braucht Quarz. Naja, also brauchst du Rohquarz oder brauchst du Quarzkristalle? Rohquarz, und aus Rohquarz kann man Quarzkristalle machen. Okay. Also wie gesagt, ich bin schon fast da, ne? Also.
Nee, ich will auch etwas anderes testen. Aha. Na dann, viel Spaß dabei. Ich warte dann schon mal auf ein Ziel auf dich. Ja. Ich will etwas Besonderes testen. Hm. Was keiner vor mir getestet hat. Wäre lustig, wenn es so wäre. Glaube ich nicht, aber... So. Und gleich da. So, da bin ich. Ja, verdammt, ich muss jetzt. Da. Meinst du, ob der mit Turbotreibstoff schneller fährt? Ja. Ich glaube nicht. Das will ich hier probieren. Denn für irgendetwas soll, muss ja der. Der hält halt einfach länger. Außer beim Jetpack, da macht er einen wirklich schneller. Antrag hat zum Beispiel dann nicht schneller gemacht. Mhm. Ah, 36 brauchen wir. Ich habe mich gefragt, warum wir es so lange da. Ja, okay. So, und jetzt haben wir genug. Da, ja. Ja. Aber das war gerade scheiße, dass zwei gefehlt haben. Zwei. Tja. Und Explorer in die richtige Richtung schauen lassen. Turbotreibstoff rein. Ah, leider nicht schneller. Hatte gehofft, dass man schneller ist. Tja. Nein. Ich muss laufen. Hast du eine Vermutung, was passiert ist? Ich glaube, das gleiche, was mir auch schon mal passiert ist. Der ist in die Schlucht runtergefallen und zwar da, wo es keinen Boden gibt. Höchstwahrscheinlich. Ich bin vorher abgesprungen. Okay. Bin nach oben abgesprungen und zurück so. Wui. Also, ich sag mal so: zwei. Bei mir auf der Karte wird noch einer angezeigt, der eigentlich. Irgendwo sein sollte, allerdings finden wir den nicht. Ich glaube, der ist unterhalb der Map, wo du natürlich so nicht hinkommst. Ja, und zwar dort, wo so eine Wand reinkommt. Yep. Ja, hat no. Und mich ein bisschen rübergezogen. Dann ist der. Wie heißt der? Der Reifen über die Dings gewesen und dann blopp. So schnell passiert's?
Ja, aber ich bin ja gleich da. Wo ist sein Traktor? Was? Wo ist sein Traktor? Habe ich ihn auch gebaut. Muss er nicht mitnehmen. Hast du hier eine Leiter hingebaut? Ja. Warum? Dass man auch einfach mal hochlaufen kann. Du kannst auch einfach den Hovercraft-Dings nehmen und einfach hochschweben. Deshalb habe ich ja die Sachen, die Stromleitung könnte man daneben geplatzt. Aber das ist einfach einfacher. So, hier haben wir unsere Plastikproduktion für eines der Sachen, die wir herstellen, die wir brauchen. Das das erste für 4000er. Wohlgemerkt, mit den einen, wo wir brauchen wir 4000 Stück davon. Ja. Und das Crafting, das was so viel Plastik verbraucht, bei den ganzen kommt nur 3 pro Minute raus. Ja, 3 pro Minute kann da raus. Deswegen haben wir mittlerweile 120 Stunden auf diesen einen Spielstand. Ja. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir mit um die kurz vor 60 oder sowas aufgehört. Irgendwie sowas war's. So ja. Oder so ähnlich. Hier wird Plastik hergestellt und hier wird dann aus ein bisschen Plastik und so werden das Schweröl abtransportiert und was drüber ist, wird hier drüben es wird Treibstoff. Genau, und hier wird es dann verbrannt. Für den Fall, dass wenn ja zu viel hergestellt wird. Einfach, dass die Plastikproduktion immer zu 100% da sein kann. Genau. Das heißt, es sind hier 40 Treibstoffgeneratoren. Ja. Weil gut, so viel Treibstoff kann man aus den ganzen Raffinerien rausholen, sozusagen. Ja. Gut. Und weil wir immer hin und her gecruised sind, habe ich hier so eine Leitung hingepappt. So eine Hover. Oder wie heißen die? Hyperloop. Hyperloop heißen die Dinger. Hyperloop, ja. Hyper, Hyper. Mhm. Ja, da oben fährt ein Zug vorbei. Mhm. In der schwebenden Linie, die zu Kupfer- und Stahlproduktion führt. Das werden wir uns auch ansehen. Aber hey. Aber erst später. Ja. Er wünschte, der Hyperloop wäre ein bisschen schneller. Also ich habe gemerkt, bei jeder neuen Section wirst du immer ein bisschen beschleunigt. Also bei jedem Abteil sozusagen. Du musst einmal beschleunigen, wenn du durch das Tor drauf fliegst. Okay. Also wäre das noch mehr von den Dingern gebaut, könnte man wahrscheinlich schneller sein. Okay. Aber das ist nur eine Theorie. Eine Satisfactory-Theorie. Genau. So. Jetzt kommen wir zu den anderen Sachen. Ach ja. Wie lange ich hier dran umgebaut habe an dem ganzen Scheißding. Lange. Das weiß ich noch. Aber wir haben dann alles sehr lange rumgebastelt und Ja. Bist du gerade runtergefallen? Ja, und ich bin jetzt runter in die endlosen Tiefen gefallen. Danke. Also, das ist so buggy. Achso, du stirbst nicht, oder? Nein. Also irgendwie tut es mir ja nicht leid. Ich muss halt wieder einsteigen. Ich hoffe, du hast jetzt zwei Aktivisten im Inventar. Nein. Aber ich möchte jetzt irgendwo in der Dunkelheit. Also meinst du, dass du wieder oben rauskommst? Irgendwann? Ja.
Oh, du bist auf jeden Fall weg. Ja. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich auch nicht. Das ist bei mir alles... Es bewegt sich nicht mehr. Nicht mehr auf der Karte. Meine Kamera bewegt sich nicht. Niente nada. Also ich kann die Kamera nicht bewegen. Okay. Bitte, ich muss wieder Einstieg machen. Dankeschön. Immer wieder gerne. Glaub mich jetzt nur, wo deine Kiste ist. Ich auch, denn da drin waren wertvolle Sachen drin. Da ist nichts wertvoll. 117 Coupons. Ach, du brauchst sowas schon. Also ich sehe da tatsächlich keine Kiste, die gespawnt ist. Siehst du irgendwo eine Kiste, die bei dir gerade angezeigt wird? Und alles, was ich anhatte, meine Hovercraft, mein alles weg. Was? Dich hat es komplett zurückgesetzt? Ja. Oh Mann. Danke. Du kriegst hier mein Hovercraft. Und das kriegst du auch noch, wenn du es möchtest. Dann kannst du alles rumtuckern. Ah. Der Fabrikwagen, ist ja wenigstens schnell? Schneller als man denkt tatsächlich. Ah, das ist ja das Inventar. Oh, ja. Naja, ich kann so schnell rennen, wie du gerade fährst. Ja. Aber was soll ich sagen? Ich habe mein Exoskelett ja nicht mehr. Stimmt. Da ist was dran. Und jetzt bin ich rausgeworfen, wie es scheint. Ja. Okay. Dein Auto fährt ja einfach immer noch rum mit dir drin. Okay. Soll ich dafür den Spielstand laden? Nein. Okay. Wir werden ja sehen und mit dem Hoverboard kann ich mich hier halbwegs gut bewegen, solange ich Strom habe. Junge. Weiß nicht, ob ich auf dich oder die Entwickler böse sein soll. Mach halt einfach 50-50. Okay. Das klingt doch fair. Dabei heißt es doch, don't hate the player, hate the game. Ja. Exit Tipp Nummer 41. Bist du öfters hier? Ist das Auto? Okay. Ich hab's mitgenommen. Also, denn bei mir ist er unsichtbar. Okay. Ich konnte auch nicht herumfahren. Also, schauen wir uns mal die Fabrik an. Die wunderschöne Fabrik. Hast du überhaupt Strom, dass du hochfliegen kannst? Okay. Ja, ich habe hier sogar nochmal extra angeschalten. Dass hier ein bisschen was läuft. Oh, dadurch, dass du jetzt ein leeres Inventar hast, kannst du natürlich mal nach da vorne gehen. Nach ganz hinten sozusagen und aus der Truhe, die über oder aus den Truhen, die über 4000 Items rausnehmen. Ja. Und seht ihr das, liebe Leute? Hier alles. Für ein einzigen Item. Für 3 pro Minute. Die spinnen die Entwickler. Die spinnen die Entwickler. Worüber sind sie nicht? Ja.
haben mein Inventar voll mit den Dingern. Gehen wir sie abgeben. Ja. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.